Hi, ich bin Marty Fischer und ich zeige euch heute, wie man einen Beat baut aus Gemüse. Wozu braucht ihr diesen gigantischen Schraubbohr-Dingsbums? Also das werde ich euch später erzählen. Erstmal, worum geht es überhaupt? Auf dem AOK-Gesundheitskanal gibt es eine wunderbare Reihe Iss gesünder mit der fantastischen Felicitas Teen. Und ich bin dort eingeladen worden, mal mitzukochen. Und zwar aus regionalem, saisonalen, angewachsenen Gemüse. Aus nachhaltigem Anbau von Umme Ecke halt. Felicitas Teen und ich, wir haben ein mehrgängiges Menü gezaubert. Und zwar bestehend aus der Vorspeise Pastinaken. Suppe mit Maronen, Walnüssen und Räuchertofu-Topping. Hauptgang vegetarische Kohlrouladen und als Nachspeise Mini-Apfelkuchen in Klammern Muffins mit veganer Vanillesoße. Einige dieser Zutaten habe ich heute hier. Sie sind heute zu Gast. Zum Beispiel einen großen Applaus für die Champignons. Und wir haben auch natürlich ein paar Äpselchen. Dann natürlich die Walnüsse. Kartoffeln. Und selbstverständlich Wirsingkohl, Pastinaken und Karotten. Natürlich habe ich auch ein wunderbares Schneidebrett, denn ich versuche jetzt vor allen Dingen aus der Möhre eine Flöte zu bauen. Das ist die größte Challenge. Der Rest ist irgendwie, ja, hier mal was abreißen, da mal reinbeißen, hier irgendwie zercrunchen oder sowas. Ganz wichtig, ich habe es im Vorhinein schon mal ausprobiert. Es ist wunderbar. Es ist wirklich das allerbeste. Sonnenblumenkerne. Und man glaubt es nicht, aus denen besteht der ganze Groove. Wie das, fragt man sich jetzt. Zeige ich jetzt euch mal ganz geschwinde, wie man mit den Sonnenblumenkernchen hier einen gescheiten Groove hinzaubert. Ah, geil. Das ist ja mega. Der Anfang ist dann so Pharrell Williams mäßig. Da reicht bestimmt so eine Basic 808-Geschichte. Ich mach das nicht als MIDI-Spur, ich spiele es einfach so darüber. Das finde ich extrem gut. Dann klatschen wir doch dazu mal in die Hände, beziehungsweise in die Blättchen. Ja, machen wir mal hier so eins und da so eins. Ah, ich brauche mehr. Mhm. If you're happy and you know it, clap your Wirsing. So. Oh, geil. Ja, hiermit mache ich jetzt so ein bisschen so, so Platten knistern. Weißt du, so Vinyl. Na, das ist doch schon mal was. Das ist doch prima. Das ist doch klasse. Wenn dieser Teil hier kommt, dieser Dunkatschkack, da will ich nochmal irgendwie so einen Dunkatschkack irgendwie versuchen. Und zwar mit so einem Apfelabbiss. Mal schauen, ob mir das gelingt. Lecker. Yeah, geil. Das ist ja genau das Ding, was ich wollte. So eine nussige Hi-Hat wäre doch jetzt ganz schick. Ach! Mehr Claps. Irgendwie so. Oh yeah, das ist doch schon wieder schön. Ich glaube, die Champignons haben vorhin auch irgendwie so ein lustiges Geräusch gemacht. Vielleicht kriegen wir da so eine Frequenz rausgekitzelt, die so ein bisschen nach Toms klingt. Oder wir pitchen die einfach komplett tief. Dun, 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 dun. Ich hab sowas im Kopf. Ist das geil, Alter. Groove steht, würde ich sagen. Ich baue jetzt aus dieser Karotte eine Flöte. Denn das ist ja so ein bisschen der Klassiker bei so Gemüse als Instrumente benutzen. Man hat ja immer so dieses, ja, aus Karotten bauen wir eine Flöte. Deswegen habe ich einen kleinen Terminator hier mitgebracht. Oh, gut, dass wir eine zweite haben, weil wir brauchen nämlich einerseits eine, wo wir dann auch die Löcher reinmachen. Aber wenn es eine Blockflöte sein soll, dann brauchen wir auch den Block, durch den geflötet wird. Das ist die Reservekarotte. Aber der lasse ich unten hier das Köpfchen. Und dann mache ich Folgendes. Diese wunderbare Flöte aus der Karotte werde ich jetzt sehr lange spielen und mir daraus hoffentlich einen sehr langen Ton für den Synthesizer hier bauen. Und durch den Zauber des Schnittes ist alles wieder wunderbar aufgeräumt. Und diese kleine Flöte ist hier in diesem Keyboard drin und da werde ich mir jetzt ein paar schöne Akkorde ausdenken. Oh, das wird so geil, ey. Das wird so geil. Oh, nice. Mod Wheel. Ja, spitze. Dann kann ich das jetzt hier mitsteuern. Yes.
Yeah! Das ist so geil, ey. Die Karotte wird nochmal anders gefeatured. Also die muss nochmal woanders auftauchen. Ja, geil. Das war's schon. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist richtig gut. Ich habe noch gar keinen Bass, aber den bastel ich mir aus den Champignons wieder. Das hat ja bei dem einen schon so gut geklappt. So, auch hier ist das Schöne, da brauche ich wieder nur einen Sound und der wird dann gesampelt über das ganze Keyboard gelegt. Geil, ey. Ja, das war mal ein Champignon. Mir fehlt noch irgendwie so ein bisschen Impact, sowas, was die 2 und 4 angeht. Vielleicht kann man da irgendwie hier in den Kohl boxen oder auch nicht. Oder vielleicht in seine Blätter nochmal rein. Aber irgendwas, was noch so ein bisschen hittet, brauche ich. Also, dass ich mich voll gespritzt habe, ist jetzt nicht wirklich was passiert hier gerade. That's what she said. Also ein Abbeißen, ich weiß nicht. Das, was ich vorhin gemacht habe, vielleicht habe ich das noch. Mach trotzdem mal einen neuen. Vielleicht das? Oh Gott, alles klebt. Bildschirm klebt, das ist wie vor 15 Jahren. Ja, jetzt muss ich noch einen Text schreiben. Wenn man schon Bürger Lars Dietrich nicht dabei hat, dann muss er wenigstens im Text auftauchen. Deswegen lautet die Hookline: Liebe, liebe Grüße aus meiner Kombüse, das geht auf die Düse, lecker, lecker Gemüse. Und den Text schreibe ich jetzt noch aus, dann wird ein bisschen arrangiert und fertig ist der Gemüsegroove. Guten Appetit! Der Bauch ist leer und der Kopf noch mehr. Was zu essen muss her? Lecker Gemüse. Ein paar Nüsse geknackt, Petersilie gehackt, in Wirsing gepackt. Lecker, lecker Gemüse. Mit dem Champignon mach ich einen catchy Song. Veggie can't go wrong. Lecker, lecker Gemüse. Regional. Saisonal, nicht egal, sensational. Liebe, liebe Grüße aus meiner Kombüse, das geht auf die Düse, lecker, lecker Gemüse. Liebe, liebe Grüße aus meiner Kombüse, das geht auf die Düse, lecker, lecker Gemüse. Ist gesünder. Kartoffeln gestampft, ganz unverkrampft, alles weggemampft. Lecker, lecker Gemüse. Mit ganz wenig Aufwand wird aus Lebensmitteln von um die Ecke ein restauranttaugliches Menü. Lecker, lecker Gemüse. Liebe, liebe Grüße aus meiner Kombüse, das geht auf die Düse, lecker, lecker Gemüse. Liebe, liebe Grüße aus meiner Kombüse, das geht auf die Düse, lecker, lecker Gemüse. Ja, Pastinakenkartoffeln habe ich jetzt hier leider nicht benutzt. Aber dafür haben Feli und ich das bei den Rezepten getan. Und zwar beim AOK-Gesundheitskanal haben wir in 3 Videos 3 verschiedene Gänge für ein ganzes Menü kreiert. Und das könnt ihr dort schauen. Das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch diese 3 Videos in aller Ruhe an. Kocht das Ganze nach und dann schreibt ihr mir hier in diese Kommentarspalte auf einer Skala von 1 bis nom nom nom, wie lecker ihr das Ganze fandet. Abonniert meinen Kanal und liked dieses Video. Das finde ich immer ganz toll. Und es hilft ja auch dem Kanal. Nein, bis demnächst.